Das war die Falado. Die Falado war ein Segelschiff, das von vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Gruppen der bündischen Jugend betrieben wurde. Sie hegten und pflegten das Schiff, restaurierten und erneuerten es, gemeinsam in Handarbeit über Jahre, und so oft es ging, besegelten sie mit ihr die Meere. Jedes Jahr gingen mit der Falado hunderte Kinder und Jugendliche mit ihren Gruppen auf Fahrt. Sie erkundeten die See, trotzten dem Wetter, besangen die Wellen und entdeckten gemeinsam die Welt. Aber dann im Sommer 2013 passierte vor Island plötzlich das Unglück. Zum Glück konnten alle an Bord problemlos und sicher gerettet werden. Aber die Falado versank im Meer auf Nimmerwiedersehen. Wie du dir vorstellen kannst, war das ein großer Verlust. Alle, die je mit der Falado gesegelt waren, weinten bitterlich. Denn sie hatten das treue Schiff über die Jahre tief in ihr Herz geschlossen. Aber aufgeben kam natürlich nicht in Frage. Und als die Tränen getrocknet waren, beschlossen die Freunde der Falado, mit voller Kraft ein neues Schiff zu finden, damit es auch den nächsten Generationen möglich ist, gemeinsam die Weltmeere zu befahren. Nach vielem Suchen und Diskutieren, welches Schiff wohl das richtige sein könnte, ist nun tatsächlich ein Schiff gefunden worden, das allen Anforderungen entspricht. Die Widow of Bristol. Sie ist schon jetzt gemütlich und seetüchtig und wir könnten schon nächstes Frühjahr mit ihr in See stechen. Gleichzeitig hat sie aber noch viele Möglichkeiten, sie herzurichten und zu erweitern, sodass wir sie gemeinsam zu einem neuen Zuhause für uns und für die nachfolgenden Generationen ausbauen können. Aber leider gibt es das neue Schiff natürlich nicht umsonst. Und hier kommst du ins Spiel. Es gibt schon viele Ideen und große Teile des benötigten Gelds sind bereits zusammen. Aber eben noch nicht alles. Und vielleicht hast du ja auch noch eine Idee, wie du zum Beispiel mit deiner Gruppe Geld sammeln kannst? Oder aber du spendest direkt. Über die Crowdfunding-Aktion bei Startnext versuchen wir, von möglichst vielen Menschen Geld zusammenzusammeln. Dabei sind auch kleine Beträge herzlich willkommen und von großer Hilfe. Auf der Startnext-Internetseite www.startnext.de/jugendsegelschiff-widder findest du alle weiteren Informationen und du kannst direkt und unkompliziert spenden. Und wenn jeder das spendet, was er kann, können wir bald alle gemeinsam das neue Schiff kaufen und zusammen auf große Fahrt gehen. Hier hat der Orion noch seine Sichel und der Leuchtwal schwimmt im Wrack. In der Ankerbank habe ich heimlich geprichelt. Aha. Und unter Deck sind alle nackt. Du bist die Frau an der Show, los, schmeiß dich rein. Du bist die Frau an der Show, bezirzt den Wind. Backbord steht ein roter Mond. Ich hab die Sternbilder wiedergefunden, doch der große Wagen fährt verkehrt. Unser Meer hat 7 Farben. Und all die Wut ist nichts mehr wert. Eine Frau an die Schutt und eine ans Echolot. Eine Frau an die Schutt und eine ans Echolot. Der Atlantik verteilt Küsschen, sind wir nix. Die Wolken schieben Achtern, in der Vorpeak pennt ne Hafenbraut und ein Huhn umklammert den Mast. Du bist die Frau an der Show, los schmeiß dich rein. Du bist die Frau an der Show, blitzelst den Wind. Backbord steht ein roter Mond. Förster rudern mit dem Abzugsfinger, ein Schrimm steuert den Frauenkahn. Eine Fee zaubert in den Rahn umher und Knöpfe und Töpfe gehen über Bord. Eine Frau an die Schutt und eine ans Echolot. Du bist die Frau an der Schutt, los schmeiß dich rein. Du bist die Frau an der Schutt, besitzt den Wind. Backbord steht ein roter Mond. Ich Mann über Bord! Ich schrie heul! Ein roter Mond. Du kannst doch nicht auf die Treppe.
aber vielleicht ist das ja trotzdem gut. Ja. Aber ihr habt euch ja doch zusammengerissen. Ja. Ist egal, das kann man schneiden. Also das, ich fand es so richtig gut. Ja. Das ist richtig eine runde Sache. Ja. Eine runde Sache. Eine runde Sache.